Willkommen aus Taiwan mit einer neuen Folge hier von Minus, zweiten Tag der Computex. Und zwar zeigen wir euch heute uns kurz unsere Wohnung, die wir jetzt hier in Taiwan für ungefähr 100 Euro am Abend gemietet haben. Und danach erzählen wir euch ein bisschen noch, was am heutigen Tag vor der Computex passiert ist. Also kommt einfach rein. Wir haben jetzt erstmal eine schöne Stahltür und gleich ein kleines Foyer, wo wir hier eine Couch haben, Office-Ecke sozusagen, können wir wunderschön arbeiten. Und was ich hier sehr cool fand, ist, man kann den Fernseher einfach umdrehen vom Wohnzimmer und sich hier auf der Couch bequem machen und einen englischen Film schauen. Es gibt wirklich sehr viele englische Sender mit chinesischem Untertitel und ansonsten noch sehr viel mehr Sender gleich hier. Ich kann es auch jetzt wieder schön zurückdrehen und dann gehen wir hier gleich hoch, weiter hier in die Wohnung rein. Und wir sehen gleich, wir haben hier sehr schön alles aufgebaut im Wohnzimmer. Viele Gadgets auf dem Tisch, zum Beispiel ein natürlich Zenbook, von dem wir arbeiten, Füße hochgelegt, dann ein Sony Vaio, iPad Mini, Asus Phonepad, Samsung Galaxy S4, S3 auf dem Bett, zwei iPhones, Sony Xperia ZL. Jetzt wundert ihr euch, wieso haben wir so viele Smartphones? Zum Vergleich natürlich der aktuellen und zum Tethern und SIM-Karten. In der Ecke schlafe ich. Ich habe noch zwei Kollegen, deswegen brauche ich jetzt eigentlich nur so eine kleine Schlafecke, da kann ich aus dem Fenster rausschauen. Wir haben einen Kühlschrank mit Bier natürlich, nicht allzu voll, aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen getrunken. Auf dem Tisch natürlich hier noch ein paar asiatische Geschichten und hier können wir auch noch wunderbar kochen eigentlich. Und hier geht es auch noch weiter dann hoch, aber vorher gehen wir ins Badezimmer rein. Eigentlich auch sehr angenehm, nicht zu groß, aber was interessant ist, ist, wenn wir hier die Dusche aufmachen, können wir hier auch rausgehen durch die Dusche durch. Durch die Dusche durch können wir hier rausgehen und sind dann draußen in 30 Grad abends um 10. Sozusagen könnte man jetzt rauchen und auch natürlich noch Wäsche waschen, denn draußen haben wir eine Waschmaschine. Aber an sich nicht so spannend. Also durch die Dusche rausgehen ist wirklich sehr interessant und ansonsten, ja, das Bad ist halt ein Bad. Und jetzt, wenn wir hier wieder ins Wohnzimmer kommen, könnte man auch hochgehen, die Treppe. Man hochgeht, findet man dann Doppelbett und auf der linken Seite auch nochmal eine kleine Office-Ecke. Also an sich eigentlich eine sehr schöne Wohnung mit so einer kleinen Terrasse sozusagen, wo man noch schlafen kann. Und ja, also das, dass man hier das einfach so umdrehen kann, ist wirklich sehr interessant. Ansonsten zur Computex. Wir haben heute einen Quad-Core Intel Prozessor der Haswell-Serie offiziell vorgestellt bekommen. Acer-Pressekonferenz ist morgen die allererste, über die wir eventuell schon übermorgen dann berichten dürfen. Dann, was wir noch gesehen haben, ist ZTE, zwei neue Smartphones heute, die wir jetzt wieder gelesen haben. Aber so haben wir schon insgesamt 5 Telefone, die bisher noch nicht vorgestellt wurden und wir schon jetzt heute darüber erfahren haben. Und es wird natürlich noch viel Neues geben. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balaschka. Bitte abonniert uns und bis zum nächsten Mal.